Und dieser Song heißt, was für mich Freude ist. Freude ist klein und groß. Freude ist warm und lebendig. Freude ist still und laut. Freude ist oft nur ein Augenblick. Freude ist für mich ganz bei mir zu sein und sie mit anderen Menschen zu teilen. Geteilte Freude ist doppelte Freude für Familie, Freunde und meine Leute. Und wenn nach dunkler Nacht der Tag anbricht und die Sonne durch die Wolken bricht und ich bade mich im Sonnenlicht, das ist, was für mich Freude ist. Ein Kribbeln tief in mir drin, das macht, dass jede meiner Zellen schwingt. Wenn ich niemanden und nichts mehr vermiss, das ist, was für mich Freude ist. Freude ist ein Tag frei, die Leichtigkeit des Seins. Einfach mal machen, herzhaft zu lachen. Wenn mein Herz vor Glück fast zerspringt, wenn ich ohne Angst aus vollem Herzen sing, wenn ich den Sound ganz laut aufdreh und ich tanze, bis ich fast draufgeh, wenn nach dunkler Nacht der Tag anbricht und die Sonne durch die Wolken bricht und ich bade mich im Sonnenlicht, das ist, was für mich Freude ist. Ein Kribbeln tief in mir drin, das macht, dass jede meiner Zellen schwingt. Wenn ich niemanden und nichts mehr vermiss, das ist, was für mich Freude ist. Das ist, was für mich Freude ist. Yeah. Und ich freue mich auf eine Zeit nach der Pandemie, irgendwann haben wir sie besiegt. Wenn alle Masken und Ängste fallen, dann lassen wir die Korken knallen, tanzen mit allen anderen zusammen, neue Begegnungen küssen und umarmen. Es scheint so weit, doch ich hab Hoffnung. Es ist am dunkelsten vor der Dämmerung. Und wenn nach dunkler Nacht der Tag anbricht und die Sonne durch die Wolken bricht und ich bade mich im Sonnenlicht, das ist, was für mich Freude ist. Ein Kribbeln tief in mir drin, das macht, dass jede meiner Zellen schwingt. Wenn ich niemanden und nichts mehr vermiss, das ist, was für mich Freude ist. Das ist, was für mich Freude ist. Yeah. Das ist, was für mich Freude ist. Alright, Ladies and Gentlemen, Weltpremiere von Was für mich Freude ist, eine Gemeinschaftsproduktion von der Netzgemeinde dazwischen und dem Blitzsongwriter Chris Kossner und ganz vielen Menschen, die da Input dazu gesteuert haben.